Genau, es ist mir sehr eine große Freude, ja heute Abend dann quasi zum Finale Magnus Klaue hier begrüßen zu dürfen. Also gut, dass ich weiß jetzt gar nicht, ob ich Magnus Klaue jetzt groß vorstellen muss, aber ich werde es jetzt irgendwie trotzdem so und so aller Kürze tun. Also er ist frisch gebackener Doktor der Literaturwissenschaft mit der Genau, und mit einer Dissertation, die den Titel trägt, Poetischer Enthusiasmus, Else Lasker Schülers, Ästhetik der Kolportage. Also genau, die hat er auch vor 2 Monaten schon hier in Frankfurt vorgestellt. Und also sowohl das Thema als auch natürlich die Bearbeitung, also das war wirklich sehr spannend und ja, eieranregend. Und ja gut, und er beschäftigt sich vor allem also mit der klassischen kritischen Theorie. Also ich denke bei eigentlich allen wichtigen Namen irgendwie, Walter Benjamin, Adorno, Marcuse und so weiter. Und ja, und zu dem Thema, so hat er halt schon sehr viel Vorträge und Artikel gehalten und die Artikel und für diverse Zeitschriften, Jungle World, Bahamas, konkret geschrieben und für die Jungle World, so arbeitet er auch ja, im Augenblick. Gut, genau der Titel, der Vortrag trägt ja den Titel Abschied von der Geschichtsphilosophie, Adorno, Sartre und die Sehnsucht nach der positiven Freiheit. Gut, und ich will jetzt irgendwie gar nicht so viel jetzt vorwegnehmen, aber ich will doch sozusagen ja aus Perspektive von uns als Veranstaltern sozusagen ja eine kurze Vorbemerkung dazu machen, um vielleicht die Motivation deutlicher zu machen, warum wir überhaupt jetzt diese Veranstaltung, diesen Vortrag gemacht haben und was ja aus unserer Sicht die Relevanz des Themas sein könnte. Ja, also ich denke halt mal, dass Adorno und Sartre aus derselben historischen Situation und also gut, vielleicht nicht derselben, aber doch einer sehr ähnlichen ja, antifaschistischen Motivation heraus und auch im Rückgriff auf sehr ähnliche, ja, auf einen sehr ähnlichen ideengeschichtlichen ja, Hintergrund, also Marxismus, Psychoanalyse, Existenzphilosophie, Phänomenologie. Und Hegel den Versuch einer viel philosophischen Aktualisierung der kritischen Theorie, also kritische Theorie jetzt im weiteren oder Sinne, versucht haben. Und ja, dass man vielleicht, also vor allem halt ja im Hinblick auf diese eben gemeinschaftliche Motivation heraus, genau, und eben, also dass sie eben halt, ja, also dass eben der Ausgangspunkt, denke ich, für beide die Shoah halt einfach ist, oder so einer der wichtigsten Ausgangspunkte von einer virtuellen Debatte zwischen beiden sprechen kann, also virtuell, weil sie sozusagen nie wirklich stattgefunden hat. Also gut, es gibt ja bei so Adorno durchaus ja Äußerungen zu Sartre, die aber meist sehr polemisch gehalten sind und sehr gut, also aus sartrianischer Perspektive auch, ja, durchaus, also teilweise so ein bisschen oberflächlich wirken vielleicht. Und gut, und ich weiß gar nicht, also Sartre kannte, glaube ich, Adorno einfach nicht mal. Oder vielleicht dem Namen nach. Also mir ist nicht bekannt, dass es da irgendwelche Direktzüge gibt. Aber ich denke ja trotzdem, dass man sozusagen von einer virtuellen Debatte sprechen kann und dass die als Spiegel vielleicht genutzt werden kann, um einer heutigen Aktualisierung der kritischen Theorie Klarheit über ihren eigenen historischen Standort zu verschaffen und eine Überschreitung desselben im Sinne einer produktiven Weiterentwicklung zu ermöglichen. Denn die Fragen nach Freiheit, Geschichte und Engagement, die ja, denke ich, jetzt auch, also ja, in deinem Vortrag wahrscheinlich im Mittelpunkt stehen werden, sind ja keine bloß fachphilosophisch bedeutsam, sondern zentral für eine Selbstreflexion emanzipatorischer Praxis. Die Kontroverse, eben die virtuelle Kontroverse zwischen Adorno und Sartre,
kann so durchaus als klassisch im Sinne eines ein- und wieder zu holenden Bezugspunkts bezeichnet werden. Neben der Geschichte und eben der ja im Titel hier angesprochenen Philosophie derselben, ist das Subjekt als Schlüsselbegriff Adornos und Sartres zu nennen, denke ich. Also ich würde sogar so weit gehen, man kann vielleicht tatsächlich sagen, dass die beiden eigentlich die halt letzten Vertreter oder die letzten großen Vertreter einer Subjektphilosophie im emphatischen Sinne sind. Und genau in dem Sinne können sie sicherlich auch als kritisches Korrektiv oder der Bezug auf sie kann als kritisches Korrektiv zum ja doch ja in der gegenwärtigen Philosophie recht dominanten Tod des Subjekts verstanden werden. Gut. Dabei will ich es schon belassen, nur noch zwei organisatorische Sachen. Also es wäre vielleicht gut, genau wenn während des Vortrags nicht geraucht wird, weil wir sind ja doch sehr viele. Und und wir zeichnen den Vortrag und die Diskussion auch auf und werden das wahrscheinlich veröffentlichen. Also wenn ihr da irgendwas rausgeschnitten haben wollt oder so, von euren Diskussionsbeiträgen, also ihr müsst es halt sagen. Welche Tür? Die? Ach so, dann wird es vielleicht zu kalt dann doch, oder? Ja, okay. Ja, kann ich machen. Ja, gut. Ja, okay, gut, nachdem das jetzt geklärt ist. Ja, genau, das ist sehr gut, genau, das kann ich vielleicht kurz sagen. Also, wir hatten halt ja heute zum ersten Mal, zumindest zum ersten Mal, dass ich es erlebt habe, irgendwie die Ibi Wärme Science Fiction Laserkanone ja im Einsatz. Und ja, genau, deswegen ist es ja heute zu warm und nicht zu kalt. Gut. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, ob ich das sagen werde, was man von mir erwartet. Aber ich werde es jetzt trotz dieser Drohung dagegenüber versuchen. Ich habe das, was ich jetzt frei vortragen werde, ist eher eine Vorbereitung, eine Ideen- oder Gedankensammlung für etwas, was vielleicht später daraus mal entsteht. Ich glaube, es dauert etwa eine Stunde, in vier Punkte gegliedert. Der erste, ganz kurz eine historische Kontextualisierung, vielleicht auch ein bisschen schon als Entgegnung auf das, was am Anfang gerade gesagt wurde, über Heidegger in Frankreich. Der zweite Teil heißt die neutralisierte Psychoanalyse. Der dritte die neutralisierte Kunst und der vierte positiver Entwurf und negative Teleologie. Ich möchte ausnahmsweise mal, es wird bestimmt danach nicht mehr passieren, etwas persönlicher anfangen, weil mir das jetzt gerade so dazwischen gekommen ist und ich finde das als Anfang oder als Rahmen ganz gut geeignet. Vielleicht wird das am Schluss deutlicher, warum ich mich darauf beziehe. Nämlich möchte ich anfangen mit ein paar Zeilen aus einem Gedicht von Georg Kreisler, der vor kurzem ja gestorben ist und der für mich in meiner Schulzeit schon, als ich von Adorno überhaupt noch nichts wusste und ich war ja auch glücklicherweise in keinerlei anarchistischen oder sonstigen Gruppierungen oder so in dieser Zeit, trotzdem für mich irgendwie im Nachhinein würde ich das zumindest sagen, irgendwie ohne dass ich das natürlich ahnen konnte, ein Begriff oder eine Vorstellung von dem erzeugt hat, was dann später bei der Lektüre von Adorno irgendwie mir viel, also mich viel intensiver beschäftigt hat. Und das ist aus dem kleinen Gedicht Weder noch, aus dem Album Literarisches und Nicht-Arisches heißt das. Das ist eins von diesen jüdischen Liedern. Eines der schönsten Lieder eigentlich in deutscher Sprache fast. Wo er, ein ganz kurzes Lied, wo er die in verschiedenen Variationen die Frage, ob sozusagen die Existenz als heimatloser, vereinzelter,
produktiv oder negativ ist, schön oder schlecht, eben immer mit weder noch beantwortet. Und am Ende von diesem Gedicht heißt es, man muss nur denken, na, was schadet schon das Wandern, und man darf weder sich noch anderen Leuten grollen, denn man muss wissen, was, man ist ganz so wie die anderen, auch wenn die anderen gerade das nicht wissen wollen. Und mir scheint, dass der existenziell, dass eben das, also genau das Bedürfnis, nicht wissen zu wollen, dass man so ist wie die anderen, also dass man gerade in seiner Vereinzelung oder vermeintlichen Besonderheit eben auch wie die anderen ist, also dass knapp gesagt alle anders und alle gleich sind, dass genau die Abwehr dieser Erkenntnis ein wesentlicher Impuls ist für das existenzialistische Bedürfnis, das eben seine Vorgeschichte hat in der heideggerschen Existenzialontologie und ihrer Popularität. Denn dem Existenzialismus in allen verschiedenen Spielarten geht es auf die eine oder andere Weise darum, den Individuen sozusagen das Rüstzeug an die Hand zu geben, um sich einzureden, dass sie gerade in dem, wie sie schlecht allgemein sind, eben auch irgendwie was Besonderes sind, sozusagen es zu befähigen, im Vollzug des schlechten Allgemeinen gleichzeitig sich aufzuspreizen als eben gerade in diesem Allgemeinen unverwechselbar. Und unter diesem Gesichtspunkt, gerade unter diesem Aspekt, könnte man tatsächlich den Nationalsozialismus als praktisch werden der heideggerschen Existenzialontologie bezeichnen, denn im Nationalsozialismus, für den Nationalsozialismus war ja gerade das eben charakteristisch, nicht nur, wie das oft dann so gesagt wird, wenn von der Vermassung oder dem nationalsozialistischen Kollektivierungswahn oder was weiß ich gesprochen wird, nicht nur, dass alle gleich gemacht werden, alle verschmolzen werden zu einer Masse, sondern dass in dem individuellen Vollzug dieses Identischwerdens mit der Volksgemeinschaft jeder Einzelne sich als unverwechselbar und besonders gerieren und seinen ganz eigenen individuellen Größenwahn ausleben konnte. Also beides, losgelassene, im schlechtesten Sinne losgelassene Willkür, subjektivistische Hybris und Kollektivismus, Verschmelzung mit der Masse. Und genau auf das zielt die Existenzialontologie Heideggers, und in diesem Sinn ist der Nationalsozialismus sozusagen das in die Praxis setzen dieses Konzepts. Da nun nach 45 relativ schnell, wenn auch vielleicht nicht bekannt, doch irgendwie erkennbar wurde, dass eben genau dieser praktische Bezug besteht zwischen Heideggers, nicht nur Heideggers Handeln, bei dem das ohnehin offensichtlich war, sondern zwischen Heideggers Denken und dem Nationalsozialismus, haben diejenigen, also diejenigen so der deutschen Intelligenz, die das relativ schnell wahrgenommen haben, dafür sensibilisiert waren und sozusagen einen Schlussstrich darunter ziehen, irgendeinen Neubeginn setzen wollen, dieses existenzial-ontologische Bedürfnis sozusagen nicht mehr unmittelbar in Rekurs auf Heidegger sich erfüllen können, sondern mussten den Umweg über Frankreich nehmen. Und das ist nun der erste Punkt. Denn es entstehen in Frankreich nach 45 relativ schnell zwei sehr verschiedene und einander entgegengesetzte Traditionen, die aber auf wieder verschiedene, aber trotzdem auch ähnliche Weise an Heidegger anknüpfen: der Strukturalismus, später dann der Poststrukturalismus und der Existenzialismus. Die Kritik am strukturalistischen, poststrukturalistischen Denken als einer Nachfolge oder Beerbung oder postfaschistischen Renovierung der heideggerschen Existenzialontologie ist in vielfacher Hinsicht schon versucht und geleistet worden, zuletzt in diesem Sammelband im Saira Verlag, der Gegenaufklärung heißt. Wie sich das jetzt zu der Beerbung des heideggerschen Denkens im Existenzialismus bei Sartre, Camus und so weiter verhält, das darüber ist aber relativ wenig bisher gesagt und gearbeitet worden, sondern es gibt eher den Versuch, und das setzt eigentlich Tendenzen fort, die es schon relativ früh
so seit den 50er Jahren auch in Deutschland gab, den sartreschen Existenzialismus sozusagen als wirklich linke, aktivistische Variante des Existenzialismus zu verstehen und von diesem problematischen Erbe weitgehend loszulösen. Wenn man sich aber mal mit den verschiedenen Formen der Anknüpfung an Heidegger, gerade auch unter dezidiert antifaschistisch verstehenden oder auch wirklich antifaschistischen Denkern anschaut, dann kommt einem schnell der Verdacht, dass das so einfach nicht ist mit der Bewältigung dieses Erbes. Nicht, also dass man braucht sich nur Hannah Arendt, Günther Anders oder auch Marcuse unter diesem Aspekt mal anzugucken. Marcuse war ja auch sozusagen Existenzialist in seiner Frühzeit, um zu sehen, dass die problematischen Aspekte da, etwa der Technikbegriff bei Günther Anders, an dem könnte man das gut zeigen, aber auch etwa bei Hannah Arendts Studie Vita Activa und diesem Begriff dieser merkwürdigen Kritik der Arbeit, die sie da übt und so, dass selbst diese Autoren, die wirklich sich sehr dezidiert gegen Heidegger geäußert haben und in dieser Hinsicht also sozusagen natürlich über keinen Zweifel erhaben sind, in ihrer Denkform immer noch Elemente der Existenzialontologie mitschleppen und dass in gewisser Weise die gedankliche Konstruktion an vielen Stellen dann eben dadurch auch in gewisser Weise korrumpiert wird, fragwürdig wird. Und das ist schon ein Indiz dafür, dass man auch bei Sartre mal genauer hinsehen müsste, welche Kontinuitäten es da gibt und ob diese Loslösung des sartreschen Existenzialismus von Heidegger und seiner sozusagen der Versuch, ihn so der Linken zuzuschlagen, wirklich so funktioniert. Noch ein paar Worte zu dieser Frühzeit, also zu dieser Opposition, die sich in den 60er Jahren auch dann herausgebildet hat von Strukturalismus und Existenzialismus. Und das vielleicht auch als Überleitung zu dem, was man meiner Ansicht nach aus der Perspektive der kritischen Theorie gegen den Existenzialismus einbinden könnte. Man müsste sich mal überlegen, ob diese sozusagen polemische Selbstbezeichnung der Strukturalisten als Antihumanisten in den 60er Jahren, die haben sich ja selbst so genannt, und gerade das richtete sich ja gegen Sartre, nicht bei aller Problematik, die dann daraus entstanden ist, also der Poststrukturalismus ist da in vieler Hinsicht ja noch viel schlimmer als der Strukturalismus, insofern zumindest ihre Berechtigung hatte, als diese Selbstbezeichnung als Antihumanisten darauf reagiert, dass der Begriff des Humanismus, den Sartre für sich hier emphatisch in Anspruch nimmt, in dieser Zeit sozusagen in seiner Substanz schon sehr stark angegriffen und erodiert ist, vorsichtig gesagt, um nicht zu sagen, eigentlich längst zu einer leeren Phrase geworden ist, mit dem sozusagen nur noch etwas beschworen wird, was in der Empirie überhaupt kaum noch auffindbar ist. Und genau gegen dieses falsche existenzialistische Pathos des Humanismus richten sich etwa auch diese Passagen in Adornos Jargon der Eigentlichkeit, wo er gegen die Phrase von dem Menschen, der Menschlichkeit, der Forderung nach Menschlichsein und so weiter polemisiert. Und es scheint mir bei Sartre ein problematisches Erbe sozusagen der ideologischen Beschwörung dieses Begriffs zu sein, die irgendwie in gewisser Weise ersetzt, was damit gemeint ist und was konkret eigentlich erst realisiert werden müsste, die eigentlich zurückgeht fast bis auf, also Schiller würde ich sagen, wo das schon anfängt, und das finden sich ja auch in Sartres Dramen, die man in gewisser Weise auch als klassizistisch bezeichnen könnte, da gewisse Ähnlichkeiten. Und die ganze bürgerliche Tradition hindurch, so seit Schiller, lässt sich das zeigen, dass dieser Begriff des Humanismus sozusagen immer abstrakter wird, immer weniger zurückgebunden wird an das, was er in der frühen Aufklärung und in der Renaissance noch bedeutet hat, nämlich sozusagen als eine Forderung, die empirischen Menschen allererst realisieren sollten, sozusagen abstrakt beschworen wird als etwas, was irgendwie immer schon da ist. Und genau gegen diesen Idealismus, also gegen diese idealistische Starre des Begriffs des Humanismus, richtet sich natürlich auch diese Selbstbezeichnung der Strukturalisten als Antihumanisten,
Nur, dass das bei denen dann sehr schnell eine affirmative Wendung kriegt, sozusagen zur Verteidigung wird der bloßen Strukturen, der gesellschaftlichen Verhältnisse gegenüber den Individuen, die sozusagen nur deren Effekte seien. Trotzdem darf man nicht ganz übersehen, dass, sofern das nicht affirmativ, also apologetisch formuliert wird, das natürlich als eine kritische Diagnose, einfach als eine Feststellung über empirische Gegebenheiten richtig ist. Und dass in dieser Zeit eben beim Strukturalismus das Wort Humanismus sozusagen zu einem Schimpfwort wird, ist auch eine Reaktion auf diese Hypostasierung des Begriffs des Humanismus im Existenzialismus. Und das hat auch damit zu tun, also dass diese Hypostasierung des Begriffs des Menschen, dass Sartre und die kritische Theorie, um das vielleicht da mal anzuschließen, meiner Ansicht nach tatsächlich verschiedene Ausgangspunkte haben. Die kritische Theorie ist in dieser Zeit, man muss sich da nun mal so manche Bücher aus der französischen Diskussion aus den 60er Jahren angucken, interessanterweise oft ungerechtfertigterweise in eine Nähe gerückt worden zum Strukturalismus. Also die negative Dialektik, die Adorno-Horkheimersche Variante der kritischen Theorie, wurde von den französischen Gegnern des Strukturalismus zum Teil selbst als nihilistisch, antihumanistisch kritisiert, weil sie eben sozusagen sozusagen die Freiheit des Individuellen gar nicht mehr denken kann und immer vom schlechten Allgemeinen der abstrakten Negativität ausgeht. Und so falsch das ist, das gleichzusetzen, ist es insofern wieder richtig, weil eben tatsächlich die kritische Theorie in einem emphatischen Sinn, den man verteidigen müsste, meiner Ansicht nach, einen anderen Ausgangspunkt hat als der Existenzialismus Sartres, der seinen Ursprung hat in der Résistance, also eigentlich im antifaschistischen Widerstand. Das könnte man auch noch ein bisschen problematisieren in Bezug auf Sartre, inwiefern das so, man das überhaupt so sagen kann. Auf jeden Fall sozusagen ist das, wenn man das so ein bisschen herunterbrechen möchte auf seine empirischen, historischen Entstehungsbedingungen, eine Philosophie der Résistance und eben nicht eine Philosophie, die von Beginn an sich begründet in der Reflexion auf die Shoah oder das Exil. Nicht, also während die Dialektik der Aufklärung ihren Ursprung hat in der Erfahrung des Exils und der Judenvernichtung, wird das bei Sartre sozusagen nachgeholt in den Überlegungen zur Judenfrage und versucht einzuholen, aber der Ursprung der Philosophie ist einer des Widerstandskampfes, was dann auch dazu führt, dass, darauf komme ich vielleicht später noch, dass bei Sartre so gewisse Tendenzen zu so einer Art Partisanentum gibt oder so, die auf eine erstaunliche Weise dann auch wieder zweideutig werden. Also man braucht sich zum Beispiel nur mal so Literatur aus der damaligen Zeit, aus dem Umfeld der französischen Résistance anzusehen, etwa ein Buch, was jetzt gerade auf Deutsch erschienen ist, Die Geheimnisse von Paris heißt das, glaube ich, von einem Jonnet, einem Journalisten, der in der Résistance gekämpft hat und da seine Kampferlebnisse berichtet. Und das liest sich tatsächlich, also obwohl das natürlich sozusagen weltanschaulich antifaschistisch ist in der ganzen Form der Darstellung, in dem Fetischismus von Männlichkeit, von Einzelkämpfertum, von heroischen Widerstandshandlungen und so zum Teil besteht da eine frappierende Ähnlichkeit auf der Ebene der Metaphorik und Rhetorik so zu Ernst Jünger Texten. Also dass sozusagen es gibt da einen Fetischismus des Kampfes, der, obwohl er natürlich gegen ganz was anderes sich richtet und man das nicht inhaltlich gleichsetzen kann, sich tatsächlich in der Form ganz ähnlich liest. Und das hat mit dieser Verherrlichung des Partisanentums, mit diesem gewissen Heroismus zu tun, der im Existenzialismus der Resistance eine gewisse Rolle spielt einfach. Und das scheint mir von vornherein eigentlich auch nicht möglich zu machen, das auf der gleichen Ebene zu behandeln wie die Dialektik der Aufklärung
die eben mit diesem Bild der Flaschenpost, was ja dann immer wieder mal vorkommt, auch bei Adorno, schon von vornherein eine ganz andere Position von Autorschaft reklamiert, sozusagen nicht den unmittelbaren Kampf, sondern damit wird ja schon reflektiert, dass da jemand oder eine Gruppe adressiert wird, von der man überhaupt nicht weiß, ob das die Person, die Adressaten je erreicht, und dass die Schreibposition von vornherein eben nicht eine taktische des Kampfes ist, sondern eigentlich eine aus der zwangsweisen Isolation heraus. Und eine ohne Bewusstsein, ohne, ja, zumindest ohne Sicherheit darüber, was in der Zukunft kommen wird. Diese verschiedenen Ausgangspunkte färben dann meiner Ansicht nach auch, und das betrifft jetzt den zweiten Punkt, die ab auf die Reflexion über Antisemitismus. Wenn man mal die Elemente des Antisemitismus in der Dialektik der Aufklärung und Sartres Überlegungen zur Judenfrage miteinander vergleicht, dann kommt man relativ schnell darauf, dass da tatsächlich natürlich evidente Ähnlichkeiten bestehen, etwa in der diese Gedankenfigur, dass Antisemitismus substanziell gar nichts mit den empirischen Juden zu tun hat oder jedenfalls nichts Wesentliches, sondern sozusagen mit einer Stereotypenbildung, die sich tendenziell zu einem paranoiden Schema verselbstständigt, also diese ganze Konstruktion der pathischen Projektion und was damit zusammenhängt, wird sozusagen phänomenologisch auch bei Sartre in der Studie zur Judenfrage sehr genau beschrieben. Und die Form der Stigmatisierung und so weiter, auch die Unterschiede zu etwa rassistischer Stigmatisierung, all das also dazu finden sich bei Sartre ebenfalls immer Überlegungen, bloß der Eindruck, der sich zumindest bei mir immer eingestellt hat, dass sozusagen dieser Text eigentlich vieles enthält, was dann in den Elementen zum Antisemitismus in gewisser Weise überhaupt erst erklärt wird, scheint sich mir daraus herzuleiten, dass eben eine Dimension, die für die Dialektik der Aufklärung ganz essentiell ist, bei Sartre gewissermaßen überhaupt gar nicht vorkommt, nämlich die Psychoanalyse. Nun ist es ja nicht so, dass Sartre die Psychoanalyse nicht gekannt hätte oder so, und man könnte sich ja vieles sagen, etwa über in Verbindung mit der Flaubert-Studie oder überhaupt seinen anderen Schriften zur Literatur, wo in gewisser Weise die Psychoanalyse eine Rolle spielt. Aber die zentrale These, die auch immer herangezogen wird, um die Bedeutung dieser Schrift von Sartre herauszustellen, nämlich dass Antisemitismus sozusagen eine Entscheidung ist, nicht, dass der Antisemit sich dazu entscheidet und deswegen Verantwortung trägt dafür, kann, denke ich, das möchte ich jetzt kurz versuchen zu erklären, überhaupt nur möglich, nur so behauptet werden, wenn man im Grunde genommen sozusagen die Einsichten der Psychoanalyse in die antisemitische Charakterstruktur, auch die für die Dialektik der Aufklärung so entscheidend sind, eigentlich nur oberflächlich wahrnimmt. Mir scheint, dass diese Begeisterung für diese These, dass sozusagen Antisemitismus auch Resultat einer Entscheidung ist, die ja so jetzt auch nicht falsch ist, irgendwie daher rührt, dass das es scheinbar ermöglicht, sozusagen individuelle Verantwortung zuzuschreiben. Also den Individuen, die so handeln, denken, agieren, vorzurechnen, dass sie auch dafür verantwortlich sind, dass sie nicht exkulpierbar sind. Und das ist natürlich alles richtig. Also nicht nur auf einer juristischen, sondern auch auf einer moralischen Ebene. Trotzdem bleibt das in gewisser Weise eine Oberflächenbeschreibung, wenn man nicht diese Triebdynamik, die ganze alles, was man sozusagen als Logik der Massenpsychologie bezeichnen könnte und was in der Dialektik der Aufklärung darüber gesagt wird, mit heranzieht. Das bleibt sozusagen auf einer Ebene von der Bewusstseinsphilosophie. Das wird als eine Entscheidung begriffen, für die derjenige verantwortlich gemacht wird, der sie trifft. Aber es wird das wirklich Teuflische und Gefährliche am Antisemitismus, worauf gerade die Elemente des Antisemitismus eben mit dem Begriff der pathischen Projektion zielen, nämlich dass es sozusagen eine Entscheidung dafür ist, sich nicht mehr verantwortlich gemacht werden zu wollen für die Entscheidung
Und das genau eine Entscheidung ist zu dem, was ich am Anfang versucht habe zu beschreiben, als Verschmelzung von, als Verbindung von einerseits der Verschmelzung mit dem Kollektiv, mit der Volksgemeinschaft und andererseits dem Bekenntnis zur losgelassenen, verantwortungslosen Willkür. Also das genau, warum das attraktiv ist, welche Charaktere das anspricht, welche wie strukturierte Individuen für sowas anfällig sind, das kann man eben, denke ich, mit dieser Konzeption der Entscheidung zumindest alleine nicht fassen. Und das scheint mir im Grunde genommen scheint mir diese Vorstellung so einer Bewusstseinspsychologie zu folgen, die nicht falsch ist, aber die diese tiefen Dimensionen, von der die Dialektik der Aufklärung gerade ausgeht, nicht erfassen kann. Und das liegt eben daran, dass dieser ganze Existenzialismus der Psychoanalyse sozusagen seiner Denkform nach ziemlich fremd ist. Nicht? Es gibt ja immer auch, das wird ja öfter dann auch zitiert, diese Äußerungen von Sartre, dass es eigentlich kein Unbewusstes gibt oder dass das keine Rolle spielt. Und man kann natürlich versuchen, das beides irgendwie miteinander zu vermitteln. Und es gibt auch von Sartre selbst Versuche in der Richtung irgendwie, aber eben eher in den literaturtheoretischen Schriften, soweit ich das sehe. Trotzdem scheint mir sozusagen einfach die Begrifflichkeit von Entscheidung, Entwurf, Situation und so weiter ein Subjektkonzept zu implizieren, was also sowas wie ein Verhältnis von Über-Ich und Es, wie ein Begriff des Unbewussten und so weiter, eigentlich nicht wirklich denken lässt. Und das Subjekt, das bei Sartre figuriert und meiner Ansicht nach hypostasiert wird, auch ist eben, lässt sich nicht so, auch nicht so ohne weiteres mit diesem Begriff des Ich bei Freud als Vermittlungsinstanz zwischen diesen beiden Sphären und als einer sehr labilen Instanz zusammenbringen. Und aus diesen unterschiedlichen Bezügen zur Psychoanalyse, die eben tatsächlich für die kritische Theorie scheint mir also mindestens so substanziell ist wie der historische Materialismus, wahrscheinlich sogar noch viel wesentlicher. Und ohne einen Begriff ohne einen psychoanalytischen Begriff des Ich und ohne einen Begriff von Triebstruktur lässt sich so diese Dimension, um die es in den Elementen des Antisemitismus gerade geht, und die also die überhaupt erklärbar macht, dass sowas wie ein kollektiver Massenwahn in dieser Art, wie ich das am Anfang skizziert habe, überhaupt möglich wird, sich meiner Ansicht nach nicht wirklich erfassen. Und das deutet schon an, und das ist, glaube ich, einer der Gründe für diese Begeisterung, die nicht nur jetzt auftaucht, sondern die es immer mal wieder in Wellen so gegeben hat für den Existenzialismus, auch seitens der linken Gruppierung. Das scheint mir damit zu tun zu haben, dass der Existenzialismus scheinbar ein unproblematisches Konzept von einem handlungsmächtigen Subjekt irgendwie einem zur Verfügung stellt, das in irgendeiner Weise vermittelbar zu sein scheint mit unmittelbarer gesellschaftlicher Praxis, wie auch immer die aussehen soll dann im Einzelnen. Während die kritische Theorie tatsächlich, aber das sollte man eben, denke ich, nicht zum Vorwurf machen, sondern gerade verteidigen, eben mit dieser Vorstellung gerade wesentlich mehr Probleme hat. Und mehr Probleme damit hat, nicht etwa, weil sie das nicht wichtig nimmt, sondern gerade, weil sie es sehr wichtig nimmt. Und gerade, weil der Begriff des Individuums von der kritischen Theorie in einer Vehemenz, wie man sie nirgends sonst findet, verteidigt wird, wird der Begriff des Individuums und der Handlungsmächtigkeit und allem, was damit zu tun hat, eben auch besonders problematisch. Eine andere Ebene, auf der man Sartre und Adorno entgegenstellen könnte, ist die, und das hat in gewisser Weise auch mit der Subjektkonzeption und dem Bezug zur Psychoanalyse zu tun, ist der Rang, der Stellenwert der Kunst, ästhetische Produktion im weitesten Sinne bei beiden einnimmt. Und um sich das klarzumachen, ist es, glaube ich, besser, jetzt nicht sich anzuschauen, was beide über Kunst sagen. Das könnte man auch machen. Ein interessanter Ausgangspunkt dafür wäre meines Erachtens, darüber sage ich jetzt aber nichts weiter,
die Frage, welche Rolle Musik bei beiden spielt. Ich glaube, daran könnte man unglaublich viel aufschließen, nämlich bei Sartre überhaupt keine, während bei Adorno sozusagen die Beschäftigung mit Musik in gewisser Weise die Keimzelle ist für die gesamte ästhetische Theorie. Aber das sozusagen wirklich nur in Klammern. Ich möchte mich auf etwas irgendwie Handhabbareres konzentrieren und auch nur skizzenhaft, aber ich glaube, man kann da ganz gut dann drüber reden. Die Beckets Dramen mal vergleichen mit den Dramen des sogenannten absurden Theaters, und zwar gerade unter dem Aspekt des Begriffs der Absurdität. Adornos versucht, das Endspiel zu verstehen, lässt sich in mancherlei Hinsicht auch lesen, und das ist vielleicht in Bezug auf Sartre interessanter als der Engagement-Aufsatz, als ein Versuch, einen Begriff der Absurdität zu erarbeiten, eben anhand dieses Beckett-Stücks, der sich eigentlich lesen lässt als ein polemischer Gegenbegriff zur Hypostase des Absurden, etwa bei Camus, aber auch bei Sartre und in der existenzialistischen Dramatik. Das ist zwar in diesem Text bei Adorno gar nicht richtig ausgeführt, aber ich denke, das könnte man tatsächlich sozusagen den ganzen Essay hindurch versuchen nachzukonstruieren, dass da gezeigt wird, und es gibt auch Äußerungen von Beckett, die in diese Richtung deuten, das ist überhaupt, finde ich, ein ausgesprochen plausibler Gedanke, so literaturgeschichtlich, dass tatsächlich diese Dramatik des Absurden bei Beckett eigentlich ein Gegenentwurf ist zum Konzept der Absurdität in der Dramenproduktion des Existenzialismus. Insofern als im Existenzialismus, exemplarisch bei Camus, eben der Begriff der Absurdität sinnstiftend ist, nicht? Sozusagen der Begriff der Absurdität ist gerade in seiner Totalität sozusagen Ausgangspunkt für das, was dann dem Individuum zugemutet wird, für diese Vorstellung vom emphatischen Selbstentwurf und so weiter, der eben in gewisser Weise der Erfahrung der Absurdität auch trotzt. Also eigentlich ist der Begriff der Absurdität ein Modus der Sinnstiftung und nicht eine Artikulation von Sinnlehre. Und genau gegen sowas scheint sich mir also gerade dann auch das Endspiel zu richten. Das könnte man an manchen Stellen des Stücks auch ganz konkret zeigen. Also vielleicht am offensichtlichsten scheint mir das bei diesem Motiv zu sein, was sich öfter wiederholt, das und auch am Ende des Stücks steht, nämlich diese sozusagen paradoxe Handlung oder performative Selbstwiderspruch der Figur des Klopf, der am Ende des Stücks dann eben, oder es wiederholt sich, das sagt er öfter, dann sagt, ich gehe jetzt, also er verkündet, dass er geht, dass er ihn verlässt, und dann folgt immer die Regieanweisung, er rührt sich nicht von der Stelle. Also das scheint mir sozusagen fast der prägnanteste Moment in diesem Stück zu sein, wo das, was der Existenzialismus als Entscheidung bezeichnet, eigentlich ad absurdum geführt und parodiert wird, also dass sozusagen diese Entscheidung zum Aufbruch, sich neu zu entwerfen, das hinter sich zu lassen, worin man gefangen ist, dass auf die nichts folgt, oder beziehungsweise man kann es auch so verstehen, dass der Vollzug dieser Entscheidung im Grunde genommen immer nur ein auf der Stelle treten ist. Und diese Grundsituation findet sich in den Texten von Beckett immer wieder, in Warten auf Godot ist das ja ganz genauso, dass da eigentlich gezeigt wird, dass dieses Emphatische sich neu entwerfen, dass sozusagen diese Emphase der Selbstkonstitution, die für den Existenzialismus ja entscheidend ist, überhaupt nicht zu nichts führt, dass sozusagen die Subjekte, die das für sich in Anspruch nehmen, dass in dem Moment, wo sie es scheinbar vollziehen, eben auch wieder dementieren. Aber es gibt auch noch andere Aspekte, unter denen man diese Texte vergleichen, unter denen man das Endspiel mit Sartres Dramen, vielleicht am ehesten mit Huis Clos, geschlossene Gesellschaft, vergleichen könnte. Denn das ist ja so ähnlich wie das Beckett-Stück, sozusagen eine künstliche Konstruktion, wo durch einen gedanklichen Entwurf verschiedene Menschen zusammengesperrt werden auf einen Raum, den sie nicht verlassen können. Es gibt in beiden Stücken diese Problematik des Bezugs zur Außenwelt. Beide halten sich in gewisser Weise sehr streng an die drei Einheiten und an so bestimmte klassische Formenstrukturen des Dramas. Aber Sartres Text bleibt eben in gewisser Weise
wenn auch nicht im politischen Sinn, aber dann eben in einer Art, im weitesten Sinn, im ontologischen Sinn, ein Thesenstück, wo die Figuren, wo etwas an den Figuren vorgeführt wird, ohne dass das, was an ihnen vorgeführt wird, sich sozusagen auf die Konstruktion der Figuren selber auswirkt. Also es ist ja nicht so, dass in diesen sartrischen Dramen Subjektivität nicht problematisiert würde oder so, aber sie wird eben sozusagen als Thema problematisiert. Die Problematisierung in Fragestellung von Subjektivität, von Individualität vor allem, wirkt sich insofern nicht auf die Form aus, als dass immer noch ganz traditionelle Figurenkonzeptionen sind, die sich im Grunde genommen also da tatsächlich eigentlich vom klassizistischen Drama irgendwie kaum unterscheiden, nicht? Also im schlechtesten Sinn sind in Sartres Dramen die Figuren in ähnlicher Weise wie bei Schiller irgendwie Allegorien von irgendwelchen gedanklichen Konstruktionen. Und die Formgestalt der Texte wird nicht mal annähernd in der Weise wie bei Beckett sozusagen zerrüttet durch die Diagnose, die den Figuren attestiert wird. Und genau das ist ja das, was Adorno im Versuch, das Endspiel zu verstehen, zu zeigen versucht. Und was überhaupt ganz emphatisch wichtig ist für Adornos, auch Adornos emphatischen Begriff von Engagement, dass hier nicht sozusagen Engagement Inhalt ist, These des Stücks, dass da nicht an irgendwas appelliert wird oder so, sondern dass sozusagen der politische Gehalt des Textes, der diagnostische Gehalt auf der Ebene der Form selber zu suchen ist. Also eben darin, dass da scheinbar traditionelle Figurenkonzeptionen aufgerufen werden, die Figuren aber ausgehöhlt werden, dass Formstrukturen, die man aus dem klassischen Drama kennt, permanent dementiert werden, etwa die Teichoskopie, nicht? Also dieser Botenbericht aus dem antiken Drama, wo dann immer einer sozusagen über die Mauer guckt und dann berichtet, was da passiert. Das wird etwa auch, das ist so ein Beispiel, nicht? Das wird im Endspiel mit diesem aus dem Fenster schauen eigentlich ad absurdum geführt, wo der dem Hamm immer erzählen muss, was da draußen passiert, und es passiert aber irgendwie nichts Besonderes und es ist nicht ganz klar und das ist alles grau. Da kommt dann diese wunderschöne Dialogzeile vor, wo er am Fenster steht und ihn dann fragt, was interessiert dich denn, etwas Besonderes oder bloß alles? Das könnte man auch die Emphase sozusagen auch der Totalität und so in gewissen existenzialistischen Denkformen beziehen. Also es gibt eben, weil das versucht der Adorno gerade in diesem Text zu zeigen, dass eben Beckett, obwohl er rein formalistisch betrachtet, die Gattungskonvention einhält und dieses Stück wesentlich, also rein von der Form her, weniger innovativ zu sein scheint als andere Sachen, die damals schon entstanden sind, die etwa mit filmischen Effekten arbeiten, mit Schnitttechniken und so weiter. Dass aber diese Form, die Beckett übernimmt, eben von innen her ausgehöhlt wird und dass das, was Adorno als Diagnose in dem Stück erkennt und Pathogenese des Subjekts nennt, eben sozusagen in der Formgestalt selbst artikuliert wird und nicht behauptet wird oder an den Figuren vorgeführt wird. Und genau darin scheint mir ein essentieller Unterschied zur ästhetischen Produktion auch von Sartre zu sein, mit gewissen Ausnahmen. Also es gibt etwa diese Autobiografie, wenn man das so nennen kann, Les Mots von Sartre, wo solche Fragen auf einer ganz anderen Ebene behandelt werden, die mir sehr interessant in dem Zusammenhang zu sein scheinen. Aber die Dramen, an denen lässt sich, finde ich, sehr deutlich zeigen, dass für Sartre und auf einer viel, also finde ich, platteren Weise als etwa für Brecht oder so, wo er für das Verständnis von politischem Aktivismus und so gerade auch die Form der Texte eine wichtige Rolle spielt, Sprache, Darstellungsweisen sozusagen eigentlich rein instrumentell funktionieren. Die Figuren werden als Allegorien oder Repräsentanten von Gedanken oder Haltungen vorgeführt. In We Close, das ist ja ganz offensichtlich. Die Figuren sind sozusagen Haltungen, ne? Und nur als Haltungen sind sie Charaktere. Und deswegen sind diese Gedankenexperimente, etwa auch Les Jeux sans fait, das, was ja bei Sartre immer wieder mal vorkommt, sozusagen der Versuch, so
gedankliche Konstruktionen zu entwerfen, Möglichkeiten durchzuspielen und so in gewisser Weise immer schon, das sagt der Titel, Les Jeux sont faits, irgendwie unfreiwillig auch, eigentlich immer schon entschieden, weil es eben eine Konstruktion bleibt und weil die Konstruktion nicht aus der Arbeit am Material gewonnen wird, sondern das Material sozusagen zugerichtet wird für die Konstruktion. Das scheint mir ein ganz wesentlicher Punkt, ein Grund auch dafür zu sein, warum Adorno sich auf einer gewissen Ebene tatsächlich für Sartre auch nicht interessiert hat. Das kann sein, dass das zu einseitigen Beurteilungen geführt hat, aber mir scheint das, wenn man von der Frage aus, von der Überlegung ausgeht, dass sowas wie ästhetische, wie Engagement sich in der Sphäre des Ästhetischen eben in der Formgestalt der Texte niederschlägt, irgendwie durchaus legitim zu sein. Also deswegen hat sich, in gewisser Weise könnte man vielleicht Adornos Interesse an Beckett als eine vielleicht auch gar nicht bewusste, aber doch irgendwie nachvollziehbare und nachvollziehbare Antwort auf indirekte Weise auf den Existenzialismus auch verstehen. Das könnte man zumindest mal versuchen, dieser Frage weiter nachzugehen. Dann würde man vielleicht ein bisschen mehr herausfinden als in den Stellen, wo er sich explizit zu Sartre äußert. Jetzt komme ich zum vierten Punkt. Der hat auch in gewisser Weise unmittelbar damit zu tun. Nämlich zu dem Vorwurf, der nun eben verstärkt nicht mehr so aus strukturalistischer Sicht, sondern also sozusagen polemisch erhoben wird gegen Adorno, indem man die kritische Theorie der irgendwie Affinitäten zum Strukturalismus unterstellt, sondern eher aus einer Perspektive der Beschäftigung mit der Shoah, nämlich dass diese Konstruktion der negativen Dialektik überhaupt die Geschichtsphilosophie, die der Dialektik der Aufklärung zugrunde liegt, sozusagen kein von vornherein dem Individuum keinen Spielraum mehr lässt, dass da sich auf dieser Basis zwischen Tätern und Opfern gar nicht mehr unterscheiden lässt. Das ist exemplarisch formuliert worden, das greift Gerhard Scheidt eben auch in seinem neuen Buch sehr stark auf, von Jean Améry in diesem polemisch gegen Adorno gewendeten Begriff vom Jargon der Dialektik, nicht, worin die, was aber im Grunde genommen durchaus korrespondiert mit dem Vorwurf, dass das in gewisser Weise so ein Strukturalismus ist, dass dann Primat der gesellschaftlichen Struktur behauptet wird und demgegenüber das Einzelne sozusagen gar nicht mehr in den Blick kommt. Das kann man aus der Perspektive, aus der Améry schreibt, natürlich jetzt nicht leugnen oder so, denn bei Améry geht es genau in dem ganzen Werk darum, dass die individuelle Erfahrung faschistischer Gewalt als Leiberfahrung nicht einholbar ist in solchen Formen. Und das stimmt ja sicher auch, bloß mir scheint es wichtiger zu sein, dass das eigentlich gegen die kritische Theorie überhaupt gar nichts aussagt, sondern dass demgegenüber die kritische Theorie, insbesondere die negative Dialektik, eher einen unüberbrückbaren Hiatus behauptet, und das scheint mir absolut plausibel auch zu sein, zwischen dieser Ebene der Empirie, der sozusagen der praktischen Moral auch, und der Ebene der Theoriebildung und der Geschichtsphilosophie. Und deswegen ist sozusagen diese vielbehauptete Negativität und Schwärze der negativen Dialektik natürlich immer ein Plädoyer für das Individuum und die individuelle Erfahrung, in dem gerade darauf beharrt wird, dass diese faktisch, also sozusagen vom Geschichtsverlauf selbst, liquidiert worden sei. Also es gibt bei Adorno im gesamten Werk ja den Versuch, dass beides auch nicht, es gibt auch Äußerungen von Adorno in Vorträgen und Interviews und so weiter zu diesem Thema. Es gibt auch in den jetzt edierten Vorträgen hin und wieder Bemerkungen zu Améry, wo Randbemerkungen nur und nur sehr wenige, wo er eigentlich immer nur sagt, dass man sich damit unbedingt weiter beschäftigen müsste und so, die alle deutlich machen, dass er sich dieses Widerspruchs durchaus bewusst war, dass es aber bei Adorno tatsächlich eine Kluft gibt zwischen dem, was man so etwas schal und primitiv als Intervention heute wahrscheinlich bezeichnen würde, also zwischen der Art und Weise, wie er konkret auf bestimmte gesellschaftliche Situationen reagiert, Partei ergreift,
und zwischen der Ebene der geschichtsphilosophischen Reflexion, die er aber eben nicht preisgeben möchte, weil gerade in ihr sozusagen die objektive Irrelevanz, die objektive Liquidation des Individuums artikuliert werden kann, die sozusagen auf dieser Ebene der Praxis, an die man auf der Ebene des praktischen Handelns natürlich nie glauben darf. Also es gibt hier sozusagen viel stärkeres Bewusstsein für diese ständige Schizophrenie, dass man im praktischen politischen Handeln an Individuen appelliert, dem Bewusstsein zum Trotz und gerade in diesem Bewusstsein, dass auf der Ebene des historischen Prozesses diese Individuen also diese Individuen sozusagen eigentlich schon liquidiert sind und annulliert sind. Und diese Paradoxie wird eigentlich in der Dialektik der Aufklärung und auch in der negativen Dialektik noch ausbuchstabiert. Und eigentlich kann man diesen Vorwurf, dass da über individuelle Leiterfahrungen hinweggegangen wird, nur machen, wenn man sozusagen diese Paradoxie gar nicht mehr wahrnimmt, sondern wenn man so tut, und das suggeriert ja der Begriff vom Jargon der Dialektik, dass es da gar keine Paradoxie mehr gibt, dass die Paradoxie, die ja tatsächlich gerade in der negativen Dialektik auch sprachlich sozusagen in jedem Satz steckt, sozusagen nur ein Mechanismus der Rede ist und darin sich nichts mehr artikuliert. Wenn man das glaubt, kann man tatsächlich von einem Jargon sprechen und von einer Loslösung der geschichtsphilosophischen Reflexion von empirischer Erfahrung. Aber wenn man das ernst nimmt, und wenn man ernst nimmt, was für Adorno sehr wichtig war, nicht? Also was eigentlich von Karl Kraus kommt, also die Vorstellung, dass eben sprachliche Artikulation, sprachliche Konfiguration eigentlich Reflexe selbst von leiblicher Erfahrung sind, dann muss man gerade diese sozusagen ständigen Paradoxien in der Sprache auch ernst nehmen als den Versuch, sozusagen das gerade auszudrücken, was sich aber nicht positiv formulieren lässt, sondern sozusagen nur in der Konfiguration der Sprache selbst eben sich artikulieren kann. Das ist genau das, was Adorno dann eben in der ästhetischen Theorie auch Artikulation, Impuls oder Ausdruck nennt. Nicht? Ausdruck ist ja für Adorno nie für den Expressionismus irgendwie unmittelbarer Ausdruck von Leid, sondern gerade eigentlich das Gegenteil, was sehr Vermitteltes, was sozusagen nur in der Arbeit am Material des Ausdrucks überhaupt erst errungen und gewonnen werden kann. Deswegen möchte ich zum Schluss nochmal zwei Punkte, da komme ich auch nochmal zurück auf Georg Kreisler, gegenüberstellen, die mir wichtig zu sein scheinen und die begründen, warum eben für Adorno die Reflexion auf ästhetische Erfahrung sozusagen fundamental und vorgängig ist und dass das nichts mit Ästhetizismus oder einem Ausweichen auf eine Sphäre zu tun hat, die da vermeintlich irgendwie noch nicht so korrumpiert ist, sondern dass das gerade der Ort ist, wo diese Paradoxie besonders, also eigentlich nur erscheinen kann. Deswegen sagt er auch, dass Sprache immer ein ästhetisches Moment hat und deswegen sind die Momente, in denen sich das, was hier von Amery irgendwie angemahnt wird oder wo er meint, dass er darüber hinweggeht, bei Adorno eben in der sprachlichen Artikulation und nicht in irgendwelchen positiven, kodifizierbaren Aussagen zu finden. Das betrifft die Gegenüberstellung des Begriffs des Selbstentwurfs und der Selbstvergessenheit in der ästhetischen Erfahrung. Es ist jetzt gerade heute in der Jungle World ein wirklich sehr, sehr schöner Nachruf auf Georg Kreisel erschienen von Clemens Nachtmann, der auch so ein bisschen ein Echo ist auf diese Diskussion um den Begriff des Engagements und den Untertitel hat: Er war kein Engagierter, sondern ein Künstler. Und wo in dem Text ein Unterschied gemacht wird zwischen der, wie das Clemens Nachtmann nennt, engagierten Selbstpreisgabe, also sozusagen der Verpflichtung des Selbst auf einen Entwurf, auf ein Konzept, auf irgendeine Substantialität, sozusagen zu der es sich entscheiden muss, und der Selbstvergessenheit in der ästhetischen Erfahrung, die er in Verbindung bringt mit einer Zeile aus dem Lied Allein wie eine Mutterseele von Kreisler, in dem es heißt, unter anderem, aber allein wie eine Mutterseele, so mach Revolution, dann ist sie deine, zieh Leine und stütz dich nicht auf Kampf und Bachchoräle. Sei schwarz, schwarz wie ein Kohlpechrabe, wirf dich wie ein Sperrangel so weit, hab keine Angst, hab Zeit.
Und genau das, Angst, ist, und das auch dort, wo es vehement geleugnet wird, irgendwie der verdrängt alle Konzeption von Selbstentwurf, von Entscheidung und so, immer wieder zugrunde liegenden Impuls. Da, wo immer wieder verlangt wird, dass man sich entscheiden müsse, allein schon diese ganze Rhetorik der Entscheidung, des Sich-Entschließens, des Sich-Entwerfens und so weiter, hat sozusagen schon sprachlich immer die Angst im Rücken, die dadurch natürlich überwunden werden soll, die aber natürlich auch immer wieder perpetuiert wird. Während etwa bei Adorno in dieser Vignette aus dem Minima Moralia, die Cyrulot überschrieben wird, ein Zustand beschrieben wird, als der eigentlich zu erreichende, in dem man sich eigentlich nicht mehr entscheiden muss, in dem sozusagen diese Alternative, entweder mitzumachen oder sich zu entscheiden, suspendiert ist, in dem das überwunden ist. Also es wird eigentlich gerade versucht zu denken, dass Freiheit, menschliche Freiheit zu denken, als etwas, was losgelöst ist von diesem Zwang, sich zu entscheiden. Und genau das, dem steht hier eben in diesen Zeilen, das hab Zeit gegenüber. Und zwar im doppelten Sinn, nicht nur in dem Sinne, dass man sich Zeit nehmen soll, dass man nicht immer nur sich drängen lässt von vom Zwang zu irgendwas Stellung zu nehmen oder Partei zu ergreifen, sondern auch in dem Sinne, dass man die Zeit auch wirklich hat, also dass sie also im Sinne von erfüllter Zeit, und das ist eben die Sphäre ästhetischer Erfahrung, und nicht umsonst wird gerade in dieser Zeile, also der Appell an die Revolution mit Einsamkeitserfahrung eigentlich und mit dieser Sphäre der ästhetischen Erfahrung zusammengebracht und dann mit diesem etwas seltsamen Bild vom Sperrangel, dass man sich so weit werfen soll wie ein Sperrangel, der das ja auch, so kurios das irgendwie erstmal zu sein scheint, sowas beschreibt wie eine Festigkeit bei gleichzeitiger Offenheit. Ne? Also man soll sich so weit werfen, wie es geht. Und dieses Sich-Werfen scheint mir in gewisser Weise ein Gegenbild zu sein zu dem, der in Phase des Sich-Entwerfens im Existenzialismus, nicht, dass man sich nicht entwirft im Blick auf irgendeine Substantialität, die man einholen oder realisieren soll, sondern dass man sich in einem sehr durchaus selbstherrlichen und emphatischen Sinn wegwirft, nicht, also dass man sich aufgibt. Es geht um Selbstaufgabe, ohne sich selbst preiszugeben, um Selbsttranszendenz, um sich zu verschenken und nicht sich zu irgendwas zu bekennen oder irgendetwas aus sich zu machen oder sich so, also diese ganze, ja auch immer irgendwie etwas kraftmeierische Emphase des Entwurfs, der wird hier eben entgegengehalten, eigentlich fast das Gegenteil, nicht sich auszugeben. Dass das eigentlich die einzige Möglichkeit ist, sowas wie Revolution sich überhaupt noch zu denken, dass das eigentlich das Ziel sein müsste. Und er schreibt dann, also Clemens Nachtmann schreibt dann in diesem Text etwas später zu Kreisler, und das trifft auf Adorno auch genauso zu. Das betrifft eben genau auch diese Frage nach dem Stellenwert des Ästhetischen. Es gibt bei ihm keine Themen, die behandelt, keine Thesen, die notdürftig bebildert werden, keine Aussagen, die dem Kunstwerk abgerungen werden können, keine identitätsstiftenden Parolen, mit deren Hilfe Individuen zu Kollektiven verklumpen und sich ihrer selbst versichern dürfen. Und stattdessen gibt es eben, und das zitiert er am Schluss, bei Kreisler immer wieder so diese Nonsenslieder, die also scheinbar sich so in Traditionen von Morgenstern und Ringelnatz in allen möglichen Fantastereien und Sprachspielen verfangen und die aber gerade, was er sehr schön zeigt in diesem Text, sozusagen den eigentlich politischen Anspruch artikulieren, wie etwa das Lied »Der Tag wird kommen«, wo ein Zustand beschrieben wird, der sehr ähnlich ist eigentlich mit dem, ohne dass da irgendein Zusammenhang besteht oder Kreisler sich besonders für Adorno interessiert hätte, der in Cyrulot beschrieben wird, wenn es heißt, der Tag wird kommen, wo die Füchse nicht mehr fauchen und wo die Ochsen ihre Hörner in den Schatten stellen. Auch die Flussgazellen werden nie mehr bellen, sondern Mozart singen oder Debussy. Und nicht, also wo auch die erste Natur ganz anders ist, die Tiere und alles anders ist. An anderer Stelle heißt es, die Bäcker backen Kuchen für den Stoßverkehr und so weiter. Und das scheint mir auf eine ganz andere Weise auf was Ähnliches zu zielen wie diese Szene von Cyrulot, wo es dann eben auch heißt, das ist sozusagen der wünschenswerte Zustand, im Wasser liegen,
in die Sonne schauen, ohne nähere Bestimmung, heißt es dann. Ne? Also gerade eben nicht, also ohne nähere Bestimmung. Und dieses etwas kraftmeierische, protzige Pathos des Entwurfs, in dem schwingt sozusagen auch immer schon noch dieser Identitätszwang zur Selbstbestimmung und so mit. Ne? Und das ist ja, das scheint mir überhaupt generell ein großes Missverständnis zu sein, wann immer davon gesprochen wird, von emanzipatorischen Konzepten oder so, dass es da so eine vollkommen unreflektierte, intransparente Emphase von Selbstbestimmung gibt, ohne dass die Leute, die so reden, überhaupt sich noch bewusst machen, dass darin eben dieses Wort Bestimmen steckt. Ne? Also dass darin wie sublimiert auch immer eigentlich so ein Moment von Selbstbezwingung und Heteronomie immer mitschwingt. Und das scheint mir einfach, dass auch diese Konzeption des Entwurfs und so weiter nicht ganz los wird. Und demgegenüber geht es bei Adorno eben darum, und das, also gerade diesen Widerspruch, dass man das eigentlich loswerden müsste, dass man eben dazu aber auch genau das immer braucht, ne? Dass man eben die Freiheit nicht erreicht, indem man sich gehen lässt, aber dass sozusagen auch das nie vergessen werden darf, dass es darum ginge, diesen Widerspruch festzuhalten. Und deswegen hält er im Gegensatz zu Sartre den Widerspruch zwischen der Sphäre des Ästhetischen und des Sozialen fest und auch den Widerspruch zwischen der Theoriebildung und der Praxis. Während die Texte von Sartre heute, denke ich, tatsächlich nicht ganz zufällig und nicht einfach nur, weil sie trivialisiert wurden oder missverstanden wurden, sondern durchaus, weil es ein gewisses Bewusstsein dafür auch gibt, wohin das eigentlich geht, irgendwie zur kanonischen Schullektüre gehören, weil man eben genau das, was ich am Anfang gesagt habe, den Leuten schon möglichst früh beibringen möchte, den Vollzug des Allgemeinen so mitzumachen, dass man es sich selbst vorspiegeln kann als Individuation, also die Exekution des Allgemeinen zu erfahren als Besonderheit an sich selbst. Das ist sozusagen das ist der Grundimpuls des Existenzialismus, deswegen ist der Existenzialismus ja nicht umsonst auch eine Pubertätsphilosophie, nicht? Man liest das in der Schulzeit, man liest das so mit 17, 18, vielleicht noch mit 20 und dann macht man zumindest lange Pause, bis man aus Verzweiflung irgendwie halt wieder darauf zurückgreift. Denn Pubertät ist genau die Phase des refraktären Aufmüpfigseins, nicht sozusagen, wo man beides lernen will, dagegen sein und gleichzeitig sich ins Leben fügen. Und man sollte vielleicht einfach skeptischer gegenüber den Sachen sein, die man in dieser Zeit gut fand. Danke. Ja, okay, dann Fragen. Also okay, ja. Also ich finde es ziemlich gut, wie du den Sartre kritisierst, aber es wird dir auch gefallen. Aber ich habe sozusagen eine, dass man mit dem großen Unterschied machen muss zwischen Heidegger und Sartre. Also ich habe mir so ein paar Sachen rausgekriegt. Also bei Sartre hält ja schon so fest an so einer Rationalität und der Logik. Er hat jetzt nicht direkt eine Ursprungssehnsucht wie der Heidegger. Also ich glaube, man kann eigentlich schon eine ganze Menge von wichtigen Differenzen zwischen Heidegger und Sartre. Also zum Beispiel bei Sartre gibt es jetzt nicht so etwas wie das so ein Sein, das sich irgendwie so entwerft und letztendlich an bestimmt und ihm alles halt sowieso alle unterschiedlich verschwimmen. Genau, das wäre irgendwie so der Punkt, wo du vielleicht schon eingehen würdest, dass jetzt Sartre nicht direkt wie Nazi war. Ja, und dann, also, dann hast du noch eine Frage zu Adorno. Also, ich zitiere einfach den Satz, den du gesagt hast, oder sinngemäß, also, dass Adorno in der Paradoxie festhält, dass das Subjekt irgendwie viel sei, aber man muss auf der praktischen Ebene also immer daran festhalten, dass es Subjekt gibt. Und also, du hast ja irgendwie sehr stark gemacht, dass diese Widersprüche festhalten muss. Und ich würde dich halt fragen, wie du das begründest, weil man könnte ja sagen, okay, wenn das Subjekt nicht negiert ist, dann macht es ja einfach überhaupt keinen Sinn, sozusagen den Hoffnungsplan festzuhalten. Was ist dein Argument, dass man irgendwie, man muss ja das als irgendeine Forderung herleiten, dass man kann ja nicht sagen, man muss einfach das Widerspruch festhalten, das muss man ja dann irgendwie.
Ja, also zu dem ersten, ich meine natürlich, das ist ja, habe ich ja auch gesagt, dass Sartre war kein Nazi, ne? Aber auf der anderen Seite hatte er sehr merkwürdige politische Entwicklungen persönlich auch durchgemacht, und wenn man sich dann einzelne sehr verunglückte Texte, wie eben dieser Essay zu dem Band von Franz Fanon oder also Sachen aus dieser maoistischen Phase oder was anguckt, dann kann man sich schon überlegen, also auch, ob nicht auch eine gewisse Beliebigkeit in der Parteinahme für bestimmte sehr problematische Gruppierungen bei ihm irgendwie auch damit zu tun hat, dass diese Sache halt einfach nicht wirklich geklärt ist. Und ich finde auch nicht, es stimmt sicher, dass es bei Sartre gewisse Elemente von Heideggers Denken, gerade sozusagen dieses Ursprungsdenken oder das, also gerade diese Dinge, die auf eine gewisse Weise transformiert dann im Strukturalismus auftauchen, gibt es natürlich in dem Sinne bei Sartre nicht. Ich finde, man müsste sich eher angucken, das ist jetzt natürlich etwas grobschlächtig gesagt, aber das wäre so meine Grundannahme dazu, ob nicht sozusagen ein Moment von Hypostasierung, auch von Subjektivität irgendwie, also das habe ich am Anfang gesagt, ne, das fusioniert eben beides, ne, schon eine Existenzialontologie, das ist nicht nur einfach eine Liquidation vom Subjekt, sondern gleichzeitig auch irgendwie eine Sanktionierung von Willkür, ne? Und ob nicht sozusagen dieses Moment irgendwie, also dieses subjektivistische Moment irgendwie stärker in den Vordergrund tritt dann im Existenzialismus. Ne? Also das wäre so mein Verdacht dazu, dass sich das sozusagen irgendwie abspaltet in dieser französischen Heidegger-Rezeption in zwei scheinbar gegenläufige Stränge, die aber in der Gegenläufigkeit dann eben auch irgendwie verwandt sind. Ne? Und ich finde schon diese... Also ich finde, ehrlich gesagt, gerade diese Emphase sozusagen des Subjekts und der Verantwortlichkeit und des Entwurfs und so, die im Existenzialismus eine Rolle spielt und von der viele sich, glaube ich, wirklich sowas erhoffen, wie dass man da noch einen Ankerpunkt findet, um sowas wie eben positive Freiheit des Individuums überhaupt noch denken zu können, dass das gerade auch irgendwie ein Problem ist, finde ich, ne? Denn das hat mit dem zu tun, was ich am Schluss gesagt habe, ne, mit der Selbstbestimmung und so, das ist halt immer zwiespältig. Ne? Also im Grunde genommen habe ich ja aufgegriffen, was ich am Anfang zu dem Gedicht gesagt habe, mit dem, wo es eigentlich darum geht, dass es eigentlich darum geht, sich selbst als etwas zu erkennen, was eben in der Besonderheit eben auch, das Subjekt in der Besonderheit eben auch wie alle ist. Oder das, also das gibt es bei Adorno, finde ich, immer wieder auch sehr stark, dass eigentlich so eine bestimmte Hypostasierung von Subjektivität auch kritisiert wird als Aufspreizung von Subjektivität. Das ist darum geht es ja im Jargon der Eigentlichkeit auch. Das wird oft gar nicht so gesehen. Ne? Da gibt es natürlich diese Polemiken gegen Subjektfeindlichkeit und so, aber es gibt auch die er zeigt eben auch, dass die Existenzialontologie irgendwie diese Neigung hat, sozusagen zur Hypostasierung, zur Aufblähung irgendwie einer eigentlich leeren Subjektivität. Ne? Und also das scheint mir irgendwie eher der Strang zum Existenzialismus zu sein. Und der zweite Punkt mit diesem Widerspruch, also ich finde nicht, dass man das kann man wahrscheinlich wirklich nicht auflösen. Das ist ja eigentlich doch auch ganz evident. Also das merkt man sozusagen an der konkreten Alltagserfahrung doch auch sehr stark, dass man ständig mit Leuten reden muss, als wären sie vernünftige Individuen, obwohl man weiß, dass es gar nicht der Fall ist. Und das ist sozusagen die Grundlage jeder Kommunikation. Und eigentlich geht es darum, diesen Widerspruch zu entfalten und ihn nicht irgendwie zur Auflösung zu bringen, dass man natürlich immer an etwas in dem Individuum appelliert, wovon man einfach ausgehen muss, dass es da ist, was aber eigentlich erst entstehen muss, auch sozusagen indem die falsche, also die bornierte Individualität irgendwie halt zerstört wird. Ne? Also das hängt sehr stark wieder auch mit der Rezeption der Psychoanalyse durch die kritische Theorie zusammen, die Frage, wie man sowas denken kann. Aber ich finde, das kann man nicht jetzt in so ein einerseits, andererseits oder so auflösen. Nicht? Also das finde ich sehr wichtig, zum Beispiel auch gerade für den Begriff der Mündigkeit bei Adorno,
der ist ja auch so vollkommen auf den Hund gekommen. Mittlerweile wird das ja überall verlangt und nicht, also die hier Bildungsstreikler und so, die verlangen das ja so als Serviceleistung, dass sie mündig werden sollen. Ne? Also das erwarten die einfach von der Institution, dass ihnen das beigebracht wird. Ne? Also und demgegenüber müsste man das eben auch sagen, dass also dass auch bei Adorno dieser Begriff der Mündigkeit so gedacht ist, ne? Nicht an, als etwas, was man den Leuten irgendwie anerzieht oder so, sondern etwas, was eben entspringen muss in einem Prozess, einen Moment von Spontanität auch hat. Ne? Und das kann man eben nicht schaffen irgendwie so in irgendeinem pädagogischen Plan oder so, wie auch immer. Ne? Das wird, denke ich, immer viel zu, nicht, das ist inzwischen wirklich so ein echtes Problem, dass alle positiv diesen Begriff der Mündigkeit benutzen. Dass man möchte schon fast wieder irgendwie Unmündigkeit oder in gewisser Weise eine Art von Dummheit verteidigen. Es gibt ja ein gewisses Element in Dummheit oder Naivität, was auch gerettet werden müsste. Ja, bitte. Ja, ich habe einen, du hast mehrere Begriffe angesprochen, Entwerfen, Selbstbestimmung, Bestimmung. Die sind ja nach der Form eigentlich gleich, also bedeuten ja letztendlich nach der Form dasselbe. Und für mich ist ein Verhältnis nicht klar geworden, und zwar um eine Stellung umzunehmen zu diesen Begriffen, muss man ja eigentlich das Verhältnis zwischen Subjekt und Objekt klarer herausstellen. Und meine Frage ist, also wie geht es nicht eher in die Richtung, dass man nicht die Frage beantworten muss, ob man sich oder überhaupt das Individuum bestimmt, ob das die Frage ist oder immer die Frage sein muss, wie man das Individuum bestimmt. Also man kann, meine Frage zielt darauf, dass, kann man eigentlich einen Menschen nicht bestimmen oder egal jetzt, ob man sich selbst bestimmt oder fremdbestimmt wird, kann man das überhaupt? Weil wenn das nicht geht, dann geht es ja eigentlich immer um die Frage, wie man einen Menschen bestimmt. Ob jetzt selbstbestimmt oder fremdbestimmt. Das ist jetzt auch außen vor gelassen. Na, ich würde ja sagen, also jetzt etwas großsprecherisch, dass der Mensch eigentlich dadurch bestimmt ist, dass er nicht bestimmt werden kann. Also dass er eben sich verändern kann. Ne? Und das unterscheidet ja sozusagen menschliche Lebewesen tendenziell von bloßer Natur oder so. Ne? Also das ist eben dieses Moment von Offenheit. Also darauf zielen ja Begriffe wie Nicht-Identität oder so im Grunde genommen, dass sozusagen das, was da bestimmt wird, eben dass dieses Moment der Unbestimmbarkeit selber ist. Ne? Also so etwas paradox gesagt. Und deswegen kann man jetzt nicht fragen, also was ich an diesem Begriff der Selbstbestimmung problematisch finde, das betrifft vielleicht das Verhältnis, dazu wollte ich sowieso noch was sagen. Dazu hat oft hat der Manfred Dahlmann in einem Vortrag sehr, sehr genau den Gegensatz ausgeführt, oder den Unterschied, nicht zwischen dem Begriff von Autonomie und Freiheit. Und dann, das kann man, wenn man Sartre verteidigt, sozusagen gegen, sozusagen ihm gerade zugute halten, dass er emphatischen Begriff von Freiheit hat, der nicht aufgeht im Begriff von Autonomie, im Sinne von formeller Selbstbestimmung oder so, nicht? Während interessanterweise, und das scheint mir wirklich wichtig zu sein, Adorno überhaupt die kritische Theorie sehr wenig von Freiheit spricht. Ne? Also das ist eigentlich sympathisch. Ne? Also diese, wo immer so diese Freiheitsemphase so groß auf die Fahnen geschrieben wird, finde ich, ist das droht irgendwie schon Schlimmes meistens. Und die sprechen ja durchaus erstmal wirklich im Sinne so vom bürgerlichen Begriff des Individuums erstmal von Autonomie. Ne? Das ist ja auch erstmal nichts anderes, ist ja auch erstmal mit Mündigkeit gemeint. Also dass sozusagen diese Vorstellung von Eigengesetzlichkeit, die irgendwie im Begriff der Autonomie gesetzt ist, erstmal erreicht werden muss. Ne? Und das wird aber gerade stark gemacht sozusagen, um den Begriff der Freiheit emphatisch zu reservieren für etwas, was darüber hinausgeht, sich aber nicht positiv bestimmen lässt anhand der empirischen Erfahrung. So, ne? Oder allenfalls eben eine ästhetische Erfahrung oder Augenblickserfahrung.
die eigentlich die Empirie irgendwie übersteigen auf eine Art. Ne? Also und während bei Sartre ja sozusagen die Freiheit der Essenz voraus, also sozusagen als vorgängig gedacht wird und also es da eine unglaubliche Emphase von diesem Begriff gibt, fast in dem Sinne, dass es sozusagen gar nicht keine Freiheit geben kann, ne? Wo man sich dann fragt, also warum, also das, also zugespitzt gesagt, bei Sartre ist das sozusagen das Erste, ne? Was alles andere konstituiert. Ne? Deswegen kommen ja dann auch so problematische Formulierungen, wie das auch in den Lagern jeder da noch frei war auf irgendeine Art. Das ist sozusagen vorgängig, das ist das Erste. In der kritischen Theorie ist es eigentlich sozusagen das Ziel. Ja? Und deswegen, gerade deswegen wird in gewisser Weise erstreckt sich dieses Bilderverbot auch auf den Begriff der Freiheit dann. Und das scheint mir ein wesentlicher Unterschied zu sein. Würde sagen, die Begründung ist sozusagen jetzt aus Perspektive von Adorno sozusagen, ja, das ist auch ein entscheidender Unterschied, scheint mir irgendwie zu Sartre, dass natürlich das, was sozusagen in der bürgerlichen Gesellschaft mit individueller Freiheit gemeint ist, nie wirklich geworden ist. Ne? Dass das, was in der bürgerlichen Gesellschaft mit individueller Freiheit gemeint ist, nie realisiert worden ist, sondern das sozusagen, und daran das ist, finde ich, auch der Grund zum Beispiel für sowas wie die Depravierung des Begriffs der Mündigkeit, dass die Individuen eben nie instand gesetzt worden sind, das zu werden, was das bürgerliche Individuum bezeichnet, aber gleichzeitig sozusagen immer gezwungen sind, das zu spielen. Also sozusagen es gibt alle möglichen Strategien, das ist ja auch so mit diesem schrecklichen Begriff der Individualisierung gemeint, oder nicht so bei so Ulrich Beck oder eigentlich in der ganzen Soziologie nach mit und nach Habermas findet man das ja, ne? Das sind ja alles verschiedene Formen von Selbsttechnologien, wo es gar nicht mehr darum geht, herauszufinden, was mit diesem Begriff intendiert war und das zu vergleichen mit der empirischen Realität und den Widerspruch herauszuarbeiten, sondern sozusagen Simulationsmodell. Das sind Sozialtechniken, mit denen den Individuen, die keine sein dürfen, antrainiert wird, immer so zu tun, als wären sie welche. So und, so. Und das ist ja sozusagen eigentlich ein Widerspruch, den man an der eigenen Erfahrung ständig merkt. Ne? So und eigentlich, und diesen Widerspruch hält ja die kritische Theorie sehr stark fest, während mir bei Sartre das eher so zu sein scheint, dass natürlich sozusagen dieses uneingeholte Moment auch von ihm gesehen wird, dass aber mit diesem Begriff der Freiheit irgendwie behauptet wird, dass das, was damit avisiert wurde, eigentlich ja jeder auch immer schon irgendwie so hat. Ne? Also so, das wird eigentlich ontologisiert und irgendeine Art, also als Möglichkeitsbedingung sozusagen projiziert und damit eigentlich aus der gesellschaftlichen Reflexion irgendwie tendenziell eher entrückt. Und das scheint mir ein Problem zu sein. Und also das, was...
Sartre immer zugute gehalten wird, dass man mit diesem Begriff der Entscheidung und so ganz klar machen kann, dass jeder das mitträgt, dass es nicht einfach nur mit einem geschieht und so. Das scheint mir zumindest nicht zu sein, was man gegen die kritische Theorie wenden kann, denn das ist ja gerade der Begriff des Verblendungszusammenhangs. Ne? Der heißt ja nicht, wir sind alle fremdgesteuert, sondern der heißt ja nichts anderes, als dass jeder das permanent reproduziert, obwohl er es eigentlich gar nicht müsste. Ne? Also es ist eigentlich genau das Gleiche, aber es scheint mir ein wesentlich substanziellerer Begriff dafür zu sein. Ne? Also die Kritik an Sartre muss ich auch teilen. Also ich versuche nochmal vielleicht zu erwidern, dass ich finde, dass auf der einen Seite, dass du den Widerspruch zwischen dem sozialen Freiheit und Notwendigkeit objektivierst, weil du sagst ja Freiheit als, sag ich mal, so für die Gleiche wirklich nicht selten eingelöst und so. Dann ist es ja auch so, dass nicht irgendwie daraus jetzt folgen würde, dass das für uns auch eine Geltung hätte. Auf der anderen Seite nimmst du aber die Geltung in Anspruch, sagst aber zugleich, also dass der Widerspruch, also du sagst, es geht ja auch davon aus, dass eben das Subjekt reflektiert sei, dass der Widerspruch schon eingeebnet sei. Also, das kann man quasi nicht so fragen. Ich finde, das, was rauskommt, ist ja einfach, dass du sozusagen, also unabhängig von der gesellschaftlichen Widersprüchlichkeit einfach an der Welt festhältst. So. Also, und da weiß ich, da müsste man halt wirklich so eine Art moral-philosophische, transzendentale Argumentation oder sowas anführen, um das halt einlösen zu können. Ich würde halt sagen, das wäre so von der Kanzel zu tun oder so. Genau das macht, was ich halt interessiert habe. Also, ich halt auf der einen Seite, also, das ist thematisch halt das sein und sollen. Ja, das kann ich jetzt nicht so richtig sagen. Also ich weiß jetzt nicht richtig, was du mit Geltung jetzt meinst. Also, Ja, das ist halt für mich, das ist dieses halt von mir aus muss, dass ich einfach so sehr, dass wir andere Menschen als selbst anspruch, dass man die Geltung oder sollen. Kann ich jetzt, glaube ich, nicht so richtig beantworten. Also ich glaube, das betrifft eben diesen Freiheitsbegriff, also das, was ich eben schon versucht habe darzustellen. Es scheint mir einfach sozusagen, ich habe den Eindruck, dass bei Sartre sozusagen gerade in dem Freiheit sozusagen als Möglichkeitsbedingung von allen Handlungen gesetzt, so zugrunde gelegt wird, eigentlich tendenziell der Begriff, obwohl er damit unglaublich wichtig wird, irgendwie auch zusammenschrumpft, irgendwie auf den fast schon nichts oder ne, also auf was rein Formelles im Grunde genommen, ne, während halt die Tendenz, die es in der kritischen Theorie gibt und die natürlich auch zum Teil so mit der Tradition des Messianismus und so auch vermittelt ist und zu tun hat, also das sozusagen als einen Begriff offen zu halten, ne, das scheint mir viel plausibler, ne, das findet man nicht, deswegen habe ich das am Schluss auch nochmal gebracht mit diesem Kreisler-Zitat, das auch in diesem Lied und so, und da kommt das wunderbar zum Ausdruck. Da geht es überhaupt nicht darum, wie jetzt dann besser zu leben wäre oder so, sondern das schreibt der Clemens Nachtmann auch sozusagen, das Essentielle dabei ist, es geht um einen Zustand, in dem keiner mehr Angst zu haben braucht. Und das ist genau die Antwort eigentlich ja der kritischen Theorie, eigentlich die einzige, die man geben kann, wie man sich sowas vorzustellen hat, dass es halt keine Angst mehr gibt. Ne? Und das ist zum Beispiel ja auch ein Begriff, der in der Tradition des Existenzialismus sehr wichtig ist, der Angst, ne? Bei Kierkegaard auch. Und bei Sartre scheint mir das auch noch immer mitzuschwingen. Ne? Ich finde schon, dass diese Emphase der Entscheidung und so, dass also schon allein in dem Begriff irgendwie ein heteronomes Moment, ein Zwangsmoment tatsächlich drinsteckt. Das kann man aus dem Begriff der Entscheidung nicht raushalten. Ne? Das habe ich ja auch schon versucht darzustellen. Und dass es eigentlich in der kritischen Theorie darum geht, Zustand geschaffen werden soll, in dem das wegfällt. Ja, dies. Ja gut, also
Also ich finde es auch ganz gut, dass du quasi also jetzt halt nochmal sozusagen, also dass das so betont hast, genau, weil ich ja will tatsächlich sagen, oder für mich, also das war auch der Grund, also warum ich tatsächlich so eine Art ja strukturelle Gemeinsamkeit von Adorno und Sartre sehe. Also genau, dass sie halt eben praktisch von Hegel hier kommen. Aber auf je praktisch verschiedene Art natürlich, aber doch würde ich sagen, in der Stoßrichtung dann doch wieder sehr ähnliche quasi diese große Idee von Hegel irgendwie, also die mit der spekulativen Versöhnung aller Widersprüche. Also das hat irgendwie so einerseits so aufbersten zu lassen, aber praktisch quasi aber so auf der anderen Seite halt doch noch, also so utopische irgendwie drin zu haben, genau, aber ich würde da tatsächlich sagen, dass dieses Utopische sozusagen natürlich im Wesentlichen bei so Adorno eine Rolle spielt, also ich weiß gar nicht, also bei und naja, also ich glaube sozusagen, also es gibt aber glaube ich sozusagen diese sozusagen gemeinsame Grundstimmung oder Grund Ansicht vielleicht, die halt Utopie, also dass irgendwie trotzdem halt dieses Bedürfnis da ist und auch ganz wesentlich ist, aber ja gut und ich glaube, das wäre, glaube ich, der Unterschied, während halt so Adorno, dass sozusagen, also diese Unmöglichkeit quasi, die halt so Einlösung, der Utopie sozusagen sehr geschichtlich denkt, also so macht es praktisch Sartre daraus ja auch eher so eine Grundstruktur. Also ich glaube, also genau, beziehungsweise da bin ich mir, glaube ich, selbst nicht sicher. Also ich glaube, also ich habe, also so, es könnte sein, dass da im Spätwerk nochmal so eine so andere Wendung drin ist, aber gut, aber so auf eine Art so würde natürlich Sartre sagen, okay, also quasi das Ziel des Menschen ist, also ist natürlich irgendwie von der Angst loszukommen und irgendwie so eine Versöhnung so herzustellen, genau, und das ist quasi auch die halt Grundstruktur, die allen menschlichen Verhaltensweisen zugrunde liegt, aber eher sagt er, okay, also genauso die halt Freiheit quasi besteht so gerade darin, also diese Versöhnung, die ja quasi eine halt Überwindung eigentlich der Freiheit ist, dann gäbe es ja, also für Sartre, so wäre quasi die Versöhnung gerade das so Ende der Freiheit. Genau, klar, die ist so ähnlich streben wir an, aber wir können es nie. Und sozusagen, gut, klar eben und praktisch die Wendung, klar, wäre dann tatsächlich so eine Art, gut, ich meine, es ist dann vielleicht auch so eine Art, so Pathos, also quasi, also genau der bei Camus, also in dem Mythos des Sisyphos. Also klar, dass man eben also quasi weiß, also genau, also sozusagen, also dass man quasi so in diesen notwendigen Widerspruch, in den man drinsteckt, weiß und so auf eine bestimmte Art damit umzugehen lernt. Also genau, aber ich würde genau, und ich glaube, und genau da würde ich auch, glaube ich, gerade den Unterschied dann doch wieder von Sartre zu irgendwelchen, zu Heidegger oder zu sonstigen reaktionären Denkern sehen. Genau das hängt natürlich auch mit Sartres so Antisemitismus-Theorie zu zusammen, die ja sogar, also genau das ist, glaube ich, die einzige positive Erwähnung, also es gibt ja in den Studien zum autoritären Charakter so Fußnote, wo auch so explizit darauf hingewiesen wird, dass es da sehr große Parallelen gibt zwischen beiden Theorien. Genau, also das halt, so Antisemitismus quasi gerade darin besteht ja irgendwie so eine Art Versöhnungszustand herzustellen. Klar, ich meine, es ist natürlich keine wirkliche Versöhnung, gut, Sartre würde sagen, es kann keine wirkliche Versöhnung geben,
klar eben und halt sozusagen dagegen so hält halt quasi die halt Freiheit hoch, also dass man sich halt davon verabschieden soll, keine Ahnung, halt ja durch irgendwelche Projektion, also genau sozusagen die ja, oder irgendwelche sozusagen mystischen Verschmelzungsfantasien oder religiöse Dogmen dann irgendwie so eine Verschmelzung so erreichen zu wollen. Genau, also das wäre sozusagen, also vielleicht, natürlich vielleicht auch so ein bisschen, genau, und ich habe wiederum auf der anderen Seite, genau, also das sollte vielleicht auch nochmal sagen, genau, und ich habe halt das Gefühl, dass gerade das sozusagen, dass es ist, wo sich dann auch Sartre auch sehr explizit gegen so Heidegger wendet, der hat irgendwie diesen Wunsch nach der Unmittelbarkeit und so Einheit halt irgendwie doch noch drin hat und eben gerade deswegen ein Nationalsozialist geworden ist. Ja, also das mit der Angst, also ich finde schon, also das ja, gibt es auch irgendwie doch noch einen Unterschied. Also bei dem, du hast ja auch gerade vorhin gesagt, es geht auch bei Sartre darum, dass man da rauskommen soll oder so. Und das scheint mir tatsächlich aber auch eher so zu sein, dass das eine Nötigung ist, nicht? Also dieses, das kommt ja exemplarisch in diesem zur Freiheit verurteilt sein und so zum Aus. Also ich finde schon, dass das hat immer so einen Nötigungscharakter. Also man muss dann halt die Angst, das ist dann auch Produkt der Entscheidung der Gesellschaft, meinetwegen ja nicht nur von Einzelnen, da wegzukommen, ne? Während irgendwie bei Adorno doch ein Moment von Unverfügbarkeit dafür irgendwie, das kann glaube ich nicht unter einem Moment von, ohne einen Aspekt von Unverfügbarkeit irgendwie gedacht werden, also dass man das nicht irgendwie erreicht, weil man das intendiert, sondern dass es immer einen Moment geben muss von realer Veränderung, ja? Also das meint er im Grunde auch mit Vorrang des Objekts oder so, oder also es gibt Stellen in etwa, gerade in dem Text, der Herbert Marcuse gewidmet ist über philosophisches Denken, wo er ganz drastisch und erstmal, also auch für Leute, die da viel ihn kennen, überraschend dann sagt, dass Denken eigentlich was Passives ist. Ne? Also und eigentlich einen Begriff der Passivität ganz stark macht, also sozusagen eine konzentrierte Passivität. Das hat mit dieser Rede vom Vorrang des Objekts zu tun und der natürlich eine Reflexion ist vom Vorrang der Realität, also der Wirklichkeit, sozusagen die und deswegen ist dieses die Abschaffung der Angst eben nur zu denken als Moment in der realen Veränderung der Wirklichkeit, die sozusagen nicht aufgeht in Wirkung von Intentionen. Ja, das heißt nicht, dass das einfach so passiert oder so, natürlich nicht. Aber es muss sozusagen dieses Moment, das darüber hinausgeht, also dass irgendwas darüber hinausgeht, was die Leute auch beabsichtigen, dass wirklich etwas passiert. Ne? So und das scheint, diese Bewegung scheint bei Sartre mir also doch zumindest sehr stark zurückgenommen zu werden, eigentlich dass es ein Resultat von Handlungen, von Akten ist und so. Also da gibt es immer noch so einen Subjektivismus und so einen gewissen Intentionalismus irgendwie auch. Ja, und ich will jetzt bestimmt nicht sagen, das muss passieren oder was. Ja, also es geht ja nicht um neue Mystik, aber also sozusagen, das ist dieses Moment der Objektivität, das ist doch für die kritische Theorie ganz wichtig. Ne? Das ist eine reale Veränderung, die sich nicht einfach ableiten lässt aus Absichten und Zurichtungen und so der Individuen. Ne? Und das nicht, und das darin steckt ja auch der Begriff der Versöhnung. Ne? Das ist ja gar nicht als irgendein Zustand gedacht, wo dann auch nichts mehr passiert oder so. Im Gegenteil, dann würde es eigentlich erst losgehen. Ne? Wie sieht es denn aus, da sind Individuen, also quasi am Ende doch alle gleich sind, so wurde das ja gerade auch gesagt. Und also ich frage mich dann, ist das, dass die Gesellschaft, die das ja festlegt, dass jeder ein Individuum ist, aber dennoch alle gleich sind, ist das dann, basiert das auf Nichtwissen oder ist das eher Absicht, dass das so gemacht wird, damit halt jeder mit irgendwie als was Besonderes vorkommt? Das ist so nie etwas. Na, Absicht ist es bestimmt.
Also eigentlich so dargestellt und irgendwo, weil das ist ja eine ganze, ja, was heißt ganz neu, aber das ist eine ganz andere Ansichtsweise, die ja die Gesellschaft wirklich prägt. Ja, ja, aber die hat ja die Gesellschaft selbst hervorgebracht. Also es ist ja nicht irgendwas, was ausgedacht wurde und dann, ne, das ist eher so, finde ich, tendenziell die Position des Poststrukturalismus, das ist irgendwas, was in unseren Köpfen konstruiert wird und passiert und was, und dem unterliegen wir und so funktionieren wir dann. Also das ist ja selbst ein Resultat von Millionen von freien Handlungen. Also das, aber die Erkenntnis oder das Bewusstsein, dass das dann doch nicht der Fall ist, ruft ja einen ganz anderen Konflikt im Kopf oder mit sich selbst hervor. Hm. Ja, also. Ja, das meinte ich ja wahrscheinlich mit dem Widerspruch. Ne? Also, das ist wahrscheinlich gar nicht mal irgendwas im Kopf. Also ich hatte das mit dem gleich und besonders ja eigentlich nur gesagt, um sozusagen, und dazu gibt es ja auch wirklich ausführliche Passagen, auch im Jargon der Eigentlichkeit, gegen diese Hypostasierung des Besonderen. Ja? Also das scheint mir tatsächlich am Existenzialismus irgendwie auch so eine Attraktivität zu sein, dass man da sozusagen dem vollkommen durchschnittlichen und öden Dasein irgendwie, was man ertragen muss, auf irgendeine Art dann trotzdem sowas abgewinnen kann. So, und das finde ich schon auch gegen diesen, es gibt ja auch einen schlechten Individualismus, ne? Und also wichtig zu sein, gerade an der kritischen Theorie, also nicht identisch, das Nicht-Identische ist ja auch nicht das Besondere, also dass es da schon gerade auch aus der hegelischen Tradition einen starken Affekt gibt gegen sozusagen Hypostasierung von Besonderheit, die eigentlich nur Abdruck des Allgemeinen ist, ne? Und deswegen hatte ich auch dieses Gedicht am Anfang zitiert, da geht es ja im Grunde darum, dass das eigentlich sozusagen ein Moment von Freiheit ist, dass also freie Gesellschaft bestimmt keine wäre, wo alle was ganz Besonderes sind. Im Gegenteil, das wäre wahrscheinlich der absolute Terror, sondern wo, dass man das gar nicht sein muss. So, ne? Das. Also mir ist, als du gerade hast mit dem, was nach Sartre der Mensch sei, nämlich zur Freiheit verurteilt, dachte ich so gleich so an Rousseau. Also sozusagen, also der Zwang zur Freiheit, ne? Also wer nicht will, wird dazu gezwungen. Und ich glaube, das hat, glaube ich, dadurch auch so seine Aktualität. Also ich weiß nicht, ob man sozusagen, wenn man so streng den Vorhaben des Objekts folgen würde, die gesellschaftlichen Bedingungen halt, zur Zeit Frankreichs als Sartre die genau. Aber wäre es zulässig zu sagen, dass bei Sartre sowas wäre wie so ein Vorhang des Subjekts, ne? Also sozusagen genau das Umgekehrte, dass sich dann sozusagen darin so wiederfindet, glaube ich, heute ganz gut, glaube ich, sich durchgesetzt hat, nämlich halt, dass das Allgemeine sozusagen einen geradezu zur Selbstverwirklichung zwingt. Ja. Ne? Also niemand kann sich von der Freiheit des freien Lohnarbeiters entziehen. Und es kommt ja sozusagen häufiger ganz stark halt eben so in dieser Subjektivierung hervor, sei wie du willst und lebe wie du willst. Ne? Und in solchen Ausdrücken ja so ein Moment von Freiheit auch notwendig dafür ist, um sozusagen überhaupt sich subjektivieren zu können. Also sozusagen den Anforderungen des Allgemeinen gerecht zu werden. Und also könnte man das so zusammenfassen, also dass man sozusagen Formen des Subjekts bei Sartre. Ja, wenn man das so erklärt, könnte man das, glaube ich, sagen. Also das betrifft tatsächlich diesen Punkt, den ich vorhin mit der Mündigkeit auch meinte, sehr gut, ne, dass diese hat ja der Judith Butler dann sozusagen sogar recht, also Subjekt heißt ja unterworfen, also dass Subjektivierung im Grunde eine, das ist ein Zwang, ne? Also so, und das ist auch mit dem Zwang gemeint, mündige Subjekte, das ist natürlich auch sozusagen realgesellschaftlich notwendig, also man braucht sozusagen immer noch diese ganzen Einzelnen, die das alles mittragen und dann irgendwie halt selbst als irgendwelche Freaks oder abgehängte, halb
Demente, die irgendwie auch noch da irgendwas Tolles draus holen. Und das sieht man ja an den Talkshows und so. Das sind ja so richtige Subjektivierungsarenen. Ne? Also mach das Beste aus deinem Mangel und aus deiner Borniertheit und deiner Dummheit und so. Das muss man, also das unter den Zwang wird sozusagen jeder Einzelne gesetzt. Ne? Und das, und da gibt es halt zumindest, also jetzt, das kann man jetzt nicht Sartre anlasten, also, aber da gibt es eine objektive Analogie zum Existenzialismus. Also man könnte sich auch mal anschauen, weiß ich jetzt nicht, inwiefern so bestimmte existenzialistische Phrasen zumindest auch so in der Werbung aufgenommen werden. So dass, da gibt es, finde ich, schon einen inneren Zusammenhang irgendwie. Ne? Und das hat genau damit zu tun, das würde ich auch sagen. Ja, okay, ich weiß jetzt nicht, also genau, ja gut, das ist gut, ich weiß es nicht, ich meine, wenn es irgendwie keine weiteren Fragen oder keinen weiteren Gesprächsbedarf gibt, hier im großen Kollektiv, vielleicht auch schwierig, es ist vielleicht auch schwierig, sich dann so zu äußern, genau, und dann, ja, würde ich vorschlagen. Das Wort Kollektiv kann ich wirklich, seit ich für diese Zeitung arbeite, nicht mehr hören. Okay. Achso, es gibt noch eine Frage. Ich hätte mich mal speziell interessieren, weil du hast ja am Anfang mal versucht, irgendwie ja, also das, also du hattest ja was mit dem Titel der Nationalismus ist das praktisch werden von Heidegger gesagt, dass also deswegen, was ich verstanden hatte, dass es quasi im Nationalismus so eine spezifische Sozialstruktur gab. Das heißt, Form von Sozialismus, dass die Leute darin gerade ihr ganz eigenes Recht auflegen können. Das ist das auch ein bisschen was das gemacht hat, zu sagen, das würde ich ein bisschen. Ja, also scheinbar, ja eigentlich, also das ist ja auch ein wichtiger Aspekt bei diesem Racket-Begriff von Horkheimer, dass es da eben nicht einfach um totalen Staat oder so geht, sondern dass sozusagen diese Totalität konvergiert mit sozusagen der Verselbstständigung von allen möglichen Gruppen und Klicken gegeneinander. Die, und das, also nicht darauf, also das kommt ja eigentlich von Franz Neumann, aber auch Hannah Arendt hat das ja immer sehr stark gemacht, also dass sozusagen der Totalitarismus eben auch gleichzeitig dieses Moment hat, dass lauter Einzelnen da auch sozusagen alle möglichen Willkürakte erlaubt sind. Ne? Also dass es da eben nicht ein überall geltendes totales Gesetz gab oder sowas, also so ein, deswegen kann man auch von Diktatur überhaupt nicht sprechen, sondern dass, dass eben das gleichzeitig ermöglicht hat, alle möglichen Willkürakte und ja, in dem Sinne individuellen Gelüste da auszuleben. Ne? Also und das ist, finde ich, ein wesentliches Moment bei der Frage, warum das wirklich eine Volksgemeinschaft gab und warum das von den allermeisten getragen wurde. Nicht? Also wenn es nur darum ginge, dass alle sich angleichen, das ist ja kein so attraktives Angebot, ne? Sondern es geht darum, dass sozusagen in der Angleichung man auch ganz und gar sein Eigentliches eben sozusagen ausleben darf. Ne? Also das ist, scheint mir tatsächlich im Nationalsozialismus besonders zu charakterisieren gegenüber anderen totalitären Systemen auch. Ne? Nicht, und das ist ja bei Heidegger mit Eigentlichkeit und so gemeint, das sind ja Begriffe, die genau das versuchen, das zu fusionieren, sozusagen das gänzliche Aufgehen im Ganzen und gleichzeitig die Echtheit in sich selbst sozusagen spüren. Ne? Ich habe vielleicht noch eine Frage, nämlich zu der, die Anne-Rieck-Kritik an drauf zurückzukommen. Weil es geht ja nicht so sehr um die Frage bei Amélie, inwieweit die kritische Theorie noch der individuellen Erfahrung Rechnung trägt, sondern ein zentrales Argument von Amélie ist ja, dass die Verantwortung der Täter mit der Dialektik der Aufklärung nicht mehr zu fassen sei. Das ist ja plausibel erklärt, dass das irgendwie im Prinzip in so ein, Rast, in so ein Muster fällt, die kritische Theorie als analog den Strukturalismus zu kritisieren, das fand ich auch ganz erhellend. Man kann sich auch darüber streiten, inwiefern Anne Rieck jetzt die Schüler oder die
problematische Rezeption der kritischen Theorie unter den jungen deutschen Intellektuellen kritisiert. Aber das ist ja doch irgendwie eine zentrale Frage, die ja irgendwie auch so ein bisschen im Raum bleibt. Du hast ja von den Elementen des Antisemitismus stark so eine psychoanalytische Argumentationsebene hervorgehoben. Und, aber es gibt in den Elementen des Antisemitismus ja diesen irgendwie befremdlichen Satz, der dieser psychologischen Argumentation erstmal so einen Dämpfer versetzt. Offen gesprochen, auch immer noch so Probleme stellt, diesen Satz, es gibt keine Antisemiten mehr. Und damit versetzen die ja der Erklärung des Nationalsozialismus über eine psychologische oder eine psychoanalytische Erklärung des Antisemitismus erstmal so einen Dämpfer. Und die Frage wäre, ob da in den Elementen des Antisemitismus nicht auch wieder so ein Moment reinkommt, wo irgendwie gleichzeitig der Nationalsozialismus auf eine gesellschaftlich objektive Ebene gehoben wird und ein Moment, in dem man sich übermittelt, auf eine Ebene, wo man sich wieder auf der Ebene von einer Entscheidung zu verhalten kann. Also, das ist jetzt klar ausgedrückt, aber die Frage wäre, wie sich dieser Satz zur Verantwortlichkeit Also das müsste man nochmal jetzt nachschauen. Also meiner Ansicht nach ist das doch der Satz sozusagen, der über den Nationalsozialismus hinaus leitet eigentlich. Also ich habe das immer so verstanden, es gibt keine Antisemiten mehr eigentlich als eine, das zielt schon sowas auf einen postfaschistischen Zustand. Und da stimmt es ja auf eine Art dann fast wieder, würde ich sagen. Also das könnte man ja heute, wenn man es erklärt, fast so sagen, ne? Also nicht, das dachte ich jetzt in letzter Zeit jetzt durch diesen Nazi-Terror und Terrorismus von rechts und so, da stürzen sich jetzt, also so schlimm das ist, alle drauf, weil man auf einmal denken, alles ist, es gibt doch noch diese Nazis, ne? Das sind sozusagen diese echten Antisemiten, gegen die kann man sich jetzt zusammenschließen. So, und aber was auf das ist eigentlich irgendwie eine Ausweichmanöver aus dieser Diagnose, was sie irgendwie mir zu meinen scheinen mit es gibt keine Antisemiten mehr. Das heißt eben, dass sozusagen diese Form sich so verallgemeinert hat, dass das nicht mehr greift. So, ne? Das zielt, glaube ich, auf den Postfaschismus und auf die Kaltstellung der Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus in so einer pseudodemokratisierten Gesellschaft irgendwie. Also so habe ich das immer verstanden, das müsste man aber nochmal nachgucken. Und zu dem anderen Punkt, es gibt eben auch einen Unterschied zwischen Psychologie und Psychoanalyse. Ne? Also Psychoanalyse zielt ja eben, also psychologisch ist das natürlich alles nicht, ne? Fast im Gegensatz zu Sartre, würde ich fast wieder sagen. Also nicht, Psychoanalyse zielt ja eben sozusagen gerade auch im guten wie im schlechten Sinn so auf das Allgemeine im Subjekt, im Individuum. Ne? Also das ist ja sozusagen, Psychoanalyse versucht ja gerade die allgemeine Dimension, die über das Individuum hinausweist, was die Psychologie erfasst, sozusagen in ihm zu erschließen. Ne? Und also Dispositionen und so weiter, sedimentierte Geschichte eben. Ne? Und das ist ja keine Psychologie. Und ich habe das immer so begriffen, dass dieses Beharren auf der Psychoanalyse in der kritischen Theorie, gerade in den späteren Texten, wird das ja ziemlich deutlich, eben auch diese Paradoxie immer schon hat, dass sozusagen man unbedingt sozusagen diese Ich-Instanz irgendwie nicht preisgeben will und darf, weil anders irgendwie man die Vorstellung gar nicht mehr aufrechterhalten kann, dass man überhaupt noch an potenzielle Individuen appelliert und dass auf der anderen Seite aber auf der Beschreibungsebene immer deutlicher wird, dass das eigentlich diese Subjektstruktur gar nicht mehr gibt. Ne? Deswegen sprechen Sie auch vom Veralten der Psychoanalyse und so, dass das, was Freud beschreibt, sozusagen materiell in der Triebstruktur der Individuen sozusagen selber schon zerstört ist fast. Ne? Also das ist ja genau wieder dieser Widerspruch. Ne? Also deswegen psychologisierend ist das alles, finde ich, überhaupt nicht. Ne? Im Gegenteil. Also. Ja, bei dem anderen, das müsste man sich nochmal angucken. Ich glaube wirklich, das ist der Satz, der überleitet zu der zur Gegenwart bei Ihnen irgendwie. Das weiß ich jetzt aber nicht ganz genau. Das ist die letzte Frage,
Ja, ne? Nicht, und ich finde schon, irgendwie stimmt das. Das zielt genau auf so Entwicklungen, die es heute halt gibt. Es gibt nicht auf dieses perverse Interesse an Juden und so in Deutschland, ne? Also irgendwie so, dass man halt, weil man verantwortlich ist für dieses Verbrechen, halt auch ein Vorrecht darauf hat, sich damit zu beschäftigen und so. Und also irgendwie scheinen mir so bestimmte Tendenzen halt so der Gegenwart auch da so ein bisschen vorweggenommen zu sein, wenn man den Satz so versteht, ne? Naja, diese deutsch-jüdischen Studien, die es überall gibt und so. Und, also ich finde schon, dass das so eine Art von, dass diese Phase inzwischen so tendenziell überwunden ist, wo man noch sich von dieser Schuld belastet geben musste und so und inzwischen in der Position ist, gerade daraus Selbstbewusstsein zu ziehen. Ne? Das ist ja keine neue These. Also, dass gerade wegen Auschwitz müssen wir uns jetzt überall einmischen und uns gebärden als die Vorreiter von irgendwie Freiheit in allen Regionen und was weiß ich. So, also das ist so, wird ja sozusagen als moralische Legitimation angesehen. Also das ist sozusagen insofern wirklich bewältigt. Ne? Diese Phase ist vorbei. Ne? Und also auf solche Sachen, glaube ich, werden da in diesem letzten Teil irgendwie angesprochen. Ne? Bei den Elementen des Antisemitismus. Ja gut, also ich meine, klar, also ich meine, genau, also ich denke mal, so weitere Fragen kann ja dann auch irgendwie so, so intern Gespräch geklärt werden. Ja genau, und ich denke jetzt mal, wir schließen das Plenum. Also vielen Dank, so und ich nochmal. Und ja, frohe Weihnachtszeit.